Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer EAFC24H Soccer-Karriere. Willkommen zurück beim Tabellenführer im Jahr 2033. In der letzten Folge haben wir die Sommertransferphase der Saison 2033-2034 gestartet, sind schon relativ weit gekommen und haben auch die ersten zwei Spiele in der Liga gespielt und konnten sehr überraschend beide gewinnen, sowohl gegen Köln als auch gegen den BVB, und sind damit nach dem zweiten Spielstand Erster, punktgleich mit dem Aufsteiger aus Bochum. Ansonsten hat kein anderes Team gewonnen beide Spiele, und damit haben wir einen ziemlich erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Während ich jetzt reingehe in die Vertragsverhandlungen mit unserem letzten Neuzugang für diese Transferphase, könnt ihr sehr, sehr gerne schon mal Support unter dem Video da lassen, gerne das Video liken, wenn es euch gefallen sollte, ein paar Kommentare schreiben mit eurer Meinung, unter anderem zu diesem letzten jetzt dann gleich getätigten Transfer, und natürlich gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr in Sachen bald dann FC25 zu verpassen. Da wird natürlich ja auch wieder das ein oder andere gestartet. Und wir sind jetzt in den Verhandlungen mit einem Bayern-Spieler, Luc Humbert oder so ähnlich, ist ein Franzose, schreibt mir da gerne die richtige Aussprache in die Kommentare. Und den Mann kriegen wir für ein bodenloses Schnäppchen, 9 Millionen im Marktwert, wir zahlen 5,5, haben 10% Weiterverkaufsgebühr noch dazugegeben und werden dafür den Franzosen bekommen. Ich finde ganz ehrlich, das ist genau dann die Verpflichtung, die wir noch machen müssen, um einen richtig stabilen Kader am Start zu haben, der auch in sich geschlossen ist und absolut Sinn ergibt. Vertragsverhandlungen würde ich jetzt hier eigentlich gar nicht mehr viel machen. Wir gehen hier nochmal 20.000 runter, dann passt das Ganze für mich. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ist ein Spieler, der meiner Meinung nach alles im Mittelfeld spielen kann auf der zentralen Position, und genau so einen habe ich noch gesucht. Von Haus aus ist er ein Achter, kann aber, denke ich, auch auf der 6 mal aushelfen und definitiv auch Richtung 10 mal spielen, denn als zweite Position hat er noch Mittelstürmer gelernt. Also ich bin sehr gespannt, wie der Franzose bei uns spielen wird, und ist ja auch nicht der erste Spieler, den wir von den Bayern holen. Yeonjin Kang kam damals ja auch aus München, wenn ich mich nicht irre, ist ja auch schon das ein oder andere Jahr her. Ja, und ja, kriegt er die Nummer 8, muss ich mir nochmal überlegen, ob er da wirklich das Erbe von Fraulo direkt so mit der Nummer antritt. Er bleibt bei der Nummer 8, denn ganz ehrlich, er ist ein Achter, warum soll er sie dann nicht auch von Fraulo beerben, der uns jetzt ja in der letzten Folge dann Richtung Premier League zu Brentford, dem Conference League Sieger, verlassen hat. Das ist also unser letzter Transfer, wie gesagt, ein Mann, der Mittelfeld so gut wie alles spielen kann, kommt von den Bayern. Ich wollte erst ihn ausleihen, dann habe ich gesehen, passt nicht, wegen auslaufendem Vertrag, ja, und dann habe ich gesagt, gut, die Bayern, die wollen ihn scheinbar loswerden, 9 Millionen Marktwert, wir zahlen etwas mehr als die Hälfte, dafür haben die Bayern noch eine Weiterverkaufsgebühr, 22-jähriger Franzose. Ich glaube, das ist kein schlechter Deal. Wichtig wird zu sehen sein, ob es auch am Ende passt in Sachen Einsatzzeiten, denn mit ihm haben wir jetzt tatsächlich 6 Mann im Mittelfeld, bedeutet 2 für die 10er-Position, 2 für die 8er-Position und 2 für die 6er-Position. Bis auf hinten links sind wir somit im Kader überall doppelt besetzt. Hinten links haben wir nominiert nur ein Spieler mit Graf, da kann dann halt ein Oliveira oder noch ein Gomez aushelfen. Rechts sind wir dreifach besetzt und stand jetzt auch im Sturm, denn Karlsson lässt sich aktuell einfach nicht verkaufen. Entsprechend haben wir den jetzt auch noch für die Hinrunde am Start. Im Tor sind wir sowieso dreifach besetzt, ich glaube, das brauche ich nicht zu erwähnen. Ja, ich bin gespannt auf die neue Saison, und die wollen wir jetzt heute dann auch so richtig, richtig krass reinstarten, denn ja, wir haben nicht mehr so ewig viel Zeit bis FC 25. Nur noch 5 Folgen, um eine ganze Saison durchzuballern. Das ist ziemlich hart. Deshalb werden wir heute gegen Gladbach in die lange Simulation gehen, Leipzig schnell simulieren, gegen Bremen selbst spielen, gegen Darmstadt im Pokal selbst spielen. Frankfurt werden wir dann auch nochmal selbst spielen, simulieren lange gegen Union, schnell simulieren gegen Hoffenheim und nochmal lange simulieren gegen Wolfsburg. Das ist der Plan für die heutige Folge. 2 Monate durchballern. Ja, ich muss mal kurz zählen. Ja, 8 Spiele sind das dann in dieser Folge. Das ist eine Menge zu tun, deshalb starten wir gleich rein. Wir gucken ganz schnell nochmal auf alles, was in dieser Transferphase so passiert ist. Machen wir mal nach Abgängen sortiert, das klappt nicht so gut. Auf jeden Fall neu dazugekommen, Perrin, fest verpflichtet dafür Zimmermann zu Man City. Nielsen im Tausch verrechnet mit Bauer, ja, der geht zu United, wir holen dafür Nielsen von United. Klein verlässt uns per Laie mit Kaufoption, selbiges war ja bei Bazuzzi im letzten Jahr der Fall, in Leverkusen der Fall, Kaufoption wurde nicht gezogen, wechselt jetzt in die Schweiz. Jugendspieler Koch hat uns verliehen, Adu wurde verliehen, Koch hat uns verlassen, Adu wurde verliehen. Mohamed haben wir verkauft, Lund haben wir abgegeben, zurück in die
italienische Heimat. Für Fraulo geht es auf die Insel. Super Angebot für Richter aus Italien, das haben wir auch angenommen. Und dann haben wir eben noch Aubert und Köhler, den großen Bruder von Timo Köhler, Justus Köhler, von Mainz verpflichtet für die Innenverteidigung. Die internationalen Top-Transfers. Reis Willems auf der 1, der Ex-Hamburger verlässt die Königlichen und kehrt in die Bundesliga zurück zu Leverkusen. Miretti von Juve zu Chelsea, Pino dafür zu Juve. Den Rest der Transfers gehe ich hier einmal durch. Wen das interessiert, der soll einfach das Video pausieren oder verlangsamen. Da haben wir jetzt einfach nicht die Zeit, um da im Detail drauf einzugehen. Ein paar interessante Sachen sind auf jeden Fall dabei. Wir wollen jetzt aber gleich durchstarten mit der ersten Simulation gegen Gladbach. Ganz flott, bevor wir reingehen gegen die Fohlen, haben wir ein richtig geiles Talent nochmal. Ewigkeiten kein krasses Talent mehr gehabt, so ein richtig krasses, aber Milan Schumacher ist genau so ein richtig krasses Talent. Ja, der wird leider in dieser Karriere keine Rolle mehr spielen, aber trotzdem schön, denn ich möchte eine Karriere ja immer so verlassen, dass ich sie ja immer, egal wann, einfach weiterspielen könnte. Und Milan Schumacher ist natürlich ein absoluter No-Brainer, dass man dieses Talent mitnimmt. Allerdings ist ein Stern Weakfoot doch ein bisschen sehr wenig. Das wollen wir direkt mal trainieren. Dann starten wir hinein gegen die Fohlen. Die sind mit 2 Unentschieden reingestartet. Mit ihrem überragenden Kapitän Niklas Müller. Erst gegen Leverkusen, dann gegen die Hertha. Der Ex-Hamburger wird seine Fohlen-Elf aufs Feld führen. Wir werden mit derselben Elf wie zuletzt reingehen. Noch schnell hier einmal umstellen auf Legende. Denn ich denke, das ist dann doch etwas passender für das heutige Duell. Wir gehen rein. Ich habe richtig Bock drauf. Für Erik Schäfer auch das Duell gegen seinen Ex-Verein. Und das ist gleich die erste Chance und das 1-0. Das hat nicht lange gedauert. Das ging sogar ziemlich schnell über die Seite auch von Niklas Müller natürlich. Erik Schäfer aber mit der Antwort. Oh Jungs, den müssen wir doch irgendwie über die Linie da drücken. Jetzt zeigt so vor der Pause gehört nochmal Gladbach. Ausgeglichene Partie, aber Gladbach schon ein bisschen doch mehr Spielanteile. Vor allem Ballbesitz ist crazy. Wir sind eher am Kontern. Schade. Die erste Halbzeit gefällt uns natürlich noch nicht. Boah, erste Gelegenheit. Schon nach wenigen Minuten im Durchgang 2. Ich gebe den Jungs natürlich noch ein paar Minuten, um das hier selbst zu richten. Aber sonst greife ich natürlich auch noch ein. Raum geht jetzt außen vorbei, bedient Norders. War abseits. 10 Minuten noch, dann muss ich rein. Schäfer auf Schäfer. Graf, leicht abgefälscht. Norders. Simonsen ist durch. Simonsen. Ausgleich. Gerade erst reingesprungen und da ist zumindest schon mal der Ausgleich für den HSV. Simonsen macht es. Schäfer, Simonsen kriegt ihn durchgesteckt. Ja. Aber super Grätsche, zweiter Ball. Samoa 2-1 HSV. Riesendusel. Riesendusel für die Hamburger. Und wieder wird das Spiel spät gedreht. Wie schon gegen Köln liegst du hier zu Hause zurück, aber drehst es halt noch. Ja, ich weiß nicht, der Torwart hatte eigentlich gar keinen Stress, den so früh zu spielen. Dann ist es, glaube ich, Simonsen, der irgendwie rankommt. Ja, so ist es. Und der landet dann direkt bei unserem Kapitän. Der zieht voll rauf. Hat das Glück, dass er trifft und Spiel gedreht. Was will man mehr? Im Anschluss wird noch fünffach gewechselt. Der neue Mann Aubert kommt rein. Peters ebenso wie Köhler und dann auch mit Gomez und Vogt noch 2 Innenverteidiger. Müller bringt nochmal ein gefährlich. Ich habe mich komplett verwechselt. Das waren so dumme Wechsel. Warum habe ich so gewechselt? 2-2 Ausgleich. Graf ist nicht mehr fit genug. Ich hätte Graf rausnehmen müssen, damit wir Müller verteidigt bekommen. Dann hätte ich Gomez auf links stellen sollen. Ich habe beide Innenverteidiger rausgenommen, völlig ohne Not. Jetzt stimmt in der Mitte die Abstimmung nicht zwischen Vogt und Gomez. Angreifer steht komplett frei. 2-2. Das war's mit dem Traumstart. Da sind die ersten Punkte verloren. Richtig, richtig dumm gewechselt. Köhler geht nochmal durch. Köhler. Da kommt Nielsen kriegt nicht mehr den Ball aufs Tor und dann war es das. Ja, 2-2. Hatten wir eigentlich schon gewonnen, hatten wir eigentlich schon noch gedreht und dann muss ich das komplett auf meine Kappe nehmen wegen diesen dämlichen Wechseln. Also das war einfach völlig unnötig. Vollkommen unnötig, nur weil ich Leuten Spielpraxis nehmen wollte, habe ich hier die Mannschaft komplett auseinandergebaut. Ich habe das komplette Zentrum rausgenommen.
Also so dumm muss man erstmal wechseln. Vollkommen ohne Not 2 Punkte hergeschenkt. Das Gute ist, wir bleiben immerhin Zweiter, denn neben Frankfurt hat keine andere Mannschaft bis jetzt 7 Punkte geholt. Also Frankfurt und wir halt nur. Das ist schon trotzdem ein sehr, sehr guter Saisonstart, über den wir uns eigentlich nicht beschweren können. 5 Gegentore, wenn man mich fragt, ja, auf jeden Fall welche zu viel. Aber naja, gut, wenn du halt solche Fehler machst, dann darfst du dich nicht wundern. Wir machen weiter nach der Länderspielpause gegen Leipzig. Das wird allerdings simuliert. Ja, Transferangebot für Karlsson kommt jetzt dann rein. Ich weiß es nicht. Also ich denke schon, dass wir ihn zum Winter hin verkaufen werden. Aber ganz ehrlich, können wir uns jetzt auch die Zeit noch eben lassen. Ich glaube nicht, dass er wirklich hier Einsatzzeiten bekommt. Aber ja, wenn Not an Mann ist und der hat vielleicht dann doch überzeugt, dann wäre es auch doof, jetzt hier eine voreilige Entscheidung zu treffen. Deshalb warten wir da jetzt einfach. Gegen RB Leipzig, also jetzt das 4. Spiel, die sind richtig beschissen reingestartet. 2 Punkte haben sie erst auf ihrem Konto. Ja, und wir wollen mit der gleichen 11 versuchen, bei 0 Niederlagen zu bleiben. Gegen Leipzig haben wir zum Ende der letzten Saison das letzte Spiel noch gewinnen können, überraschend. Ja, eigentlich sehe ich uns schon auch heute hier wieder als Underdog, aber schauen wir mal, was die Schnellsimulation daraus macht. Ja, alles klar. Fette Abreibung, 3-0 verlieren wir gegen Leipzig. Und damit sind wir auch ganz, ganz schnell zurück in der Realität. Und zwar in einer Realität, wo der HSV nicht unbedingt zu den 4 besten Mannschaften in Deutschland gehört. Allerdings stehen wir da jetzt erstmal nach 4 Spielen, allerdings auch mit -1 Tordifferenz. Das sagt schon einiges aus. Rein geht es jetzt gegen Werder. Die haben noch kein Spiel gewonnen. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man sagt, da kann man schon ganz gerne das Nordderby auch für sich entscheiden. 4. gegen 15. auf dem Papier natürlich eine klare Sache. Allerdings ist es das Derby. Und deshalb, ganz ehrlich, gehen wir auch rein, obwohl Legende war auch häufig genug schon richtig, richtig schwierig. Na, nee, komm, wir machen wegen der Tabellensituation und wir spielen auch zu Hause, machen wir mal auf Legende. Ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, ja, Derby, das ist schon nochmal was anderes, da kann man auch auf Ultimativ spielen. Wir bleiben auf Legende, gleiche 11 wie eh und je, gibt aktuell eigentlich keinen Grund, was zu verändern, auch wenn wir gegen Leipzig echt nicht gut aussahen scheinbar. Gehen wir jetzt lieber rein, direkt gegen Bremen. Ein erstes Mal also komplett selbstgespielte Partie für die heutige Folge. Ich freue mich drauf, Nordderby immer was Besonderes, auch in der 11. Saison definitiv noch. Und ich bin gespannt, ob wir heute dann doch wieder siegen können. Gegen eine Mannschaft, die das mit dem Siegen bis jetzt in dieser Saison noch überhaupt nicht hinbekommen hat, sollte da zu Hause doch definitiv was drin sein. Typisches Thema, Dreierkette/Fünferkette bei den Bremern. Ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob uns das liegt oder doch eher schadet. Wir werden es heute wieder mal sehen. Kontergelegenheit, Start in die Partie war erwartungsgemäß schwierig, wie so oft gegen die Bremer. Jetzt dann vielleicht Perrin mit seinem überragenden Tempo. Das ist eine Waffe. Sehr, sehr glücklich bin ich über den Deal, den wir da im letzten Winter eingeleitet haben und jetzt dann im Sommer in einen finalen Deal umgewandelt haben. Ihn im Tausch für Zimmermann zu bekommen, ohne was draufzahlen zu müssen, das ist wirklich ein Stil. Also soll Henrik Zimmermann bei Manchester City glücklich werden wie sonst was, aber dass wir Perrin am Start haben, das ist einfach nur geil. Guter Block von Justus Köhler. Also defensiv finde ich den schon richtig stark. Offensiv mit Ball am Fuß bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob er wirklich die Verstärkung ist, die ich mir da eigentlich erwünscht habe. Aber das wird die Zukunft zeigen. Starker Ball von Bremen. Oh, Justus Köhler, was ein unfassbar gutes Tackling. Stark gemacht, super Parade, also Bremen macht es wirklich wieder einmal, ja, man will fast sagen, überraschend gut, aber die stellen uns hier vor viele harte Aufgaben. Die härteste. Es ist so dermaßen lächerlich, es ist, nein, also wirklich, da brauchst du auch keinem was zu erzählen. Die härteste Aufgabe der Welt stellen sie uns halt auch, eine kurz ausgeführte Ecke. Digga, das ist eine Rückgabe von einem Schuss. Und natürlich geht sowas bei einer kurz ausgeführten Ecke auch rein. Also das ist unfassbar. Das ist unfassbar, wie OP das ist. Wenn sie das zu FC 25 nicht ändern, ey, dann kriege ich da wirklich meine Probleme mit. Ist hochverdient. Ist absolut hochverdient, der Ausgleich. Aber das ist wieder nach so einer beschissenen, kurz ausgeführten Ecke, die du schon dreimal fast verteidigt hast und dann auch noch so einen Kullerball passiert, das ist wieder absoluter Abfuck. Nielsen für Perrin, kann er wieder sein Tempo ausnutzen, um hier den HSV gefährlich zu machen. Samoa
Bisschen überrascht. Nochmal raus. Auf den Franzosen, der es dann wieder selbst probiert. Petrovic im Nachfassen ist er da. Jetzt geht's auch gleich in die Kabine. Ja, nach so einer Halbzeit können wir natürlich nicht zufrieden sein. Bremen ist hier die bessere Mannschaft. Wir verändern taktisch ein bisschen was. Wir werden mehr versuchen, mit klassischen Außenverteidigern zu spielen, um die Schienenspieler Brems, oder sie ja mit Fünferkette spielen, zu doppeln und zu überlasten. Der Ball, erster Abschluss gehört aber wieder Bremen. Auch in Durchgang 2. Die Lücke, Simonsen, jetzt in der Lücke, Simonsen, erneute Führung. Taktik geht jetzt schon voll auf. Das Einzige, was ich bis jetzt zweimal gemacht habe, ist mit Nielsen einfach mit dem Ball zu nehmen und mit Nielsen dann den Ball zu tragen und sozusagen auf die Verteidiger zuzulaufen. Die können ihn dann eigentlich kaum aufnehmen, weil sie in ihrer Grundformation mit der Fünferkette halt den Flügel, in dem Fall Perrin, der außen bleibt und damit die Außen auch außen den Verteidiger bindet, können sie halt nicht raufgehen. Dadurch entsteht ganz, ganz viel Platz für unseren Rechtsverteidiger. Links wird es genauso sein. Am Ende spielen wir es gut aus und Simonsen trifft erneut. Graf, Graf. Nur noch Graf, Simonsen, Doppelpack. Drittes Saisontor für den Dänen eingeleitet. Dieses Mal über die linke Seite. Dann war es schon der zweite Ball, der da zu Graf im Zentrum kam und der dann auch die Vorlage macht. Also beide Male die Außenverteidiger essentiell und absolut entscheidend am Tor beteiligt. Also genau das, was wir in der Pause umgestellt haben. Ja, ist glaube ich für jeden immer cool, wenn ein Plan funktioniert, wie man sich das so vornimmt. In diesem Fall geht es bis jetzt unfassbar gut auf. Nach dem dritten Tor wechseln wir ein erstes Mal. Yoon Jin Kang kommt für den Torschützen zum 1:0 in die Partie. Wechsel Nummer 2, überragend gespielt. Nielsen vorne wie hinten, richtig, richtig stark gewesen. Vogt wird ihn positionsgetreu ersetzen. Das ist nicht der Anschlusstreffer. Überragend gemacht, wieder nach einer kurzen Ecke. Dieses Mal auch wirklich gut gewesen, gut gedribbelt und so. Aber es ist halt absolut nicht zu verteidigen. Nielsen, guter Ball für Yoon Jin Kang. Was macht der draus? Yoon Jin Kang ganz scharf. Boah. Gute Idee. Dreifacher Wechsel. Jetzt dann noch der gerade gelb vorbelastete. Carmona geht raus. Janelt kommt rein. Köhler für Simonsen und Peters vorne in den Sturm für Norlas. Boah. Überragender Schuss. 8 Minuten vor dem Ende. Rikve Puig, der Mann aus der Barca-Jugend, macht es nochmal spannend. Super. Köhler ist da und dann war es das, oder? Dann muss es das doch jetzt gewesen sein. Carlo Peters. Köhler, bisschen schlampig, aber das war's. Wir gewinnen das Nordderby 3:2. Boah, richtig intensive Partie. Am Ende die kleine taktische Veränderung, die vielleicht entscheidend war. Ja, auf jeden Fall zwei Tore, die relativ doll auf den Weg entstanden sind, wie ich es mir vorgestellt habe zur Pause. Dann haben wir noch einen echt wunderbaren Sonntagsschuss von Rikve Puig kassiert. 3:2 Sieg. Defensiv nach wie vor ein paar viele Gegentore, aber ja, ich denke 10 Punkte, wo wir jetzt stehen nach 5 Spielen, das ist schon sehr in Ordnung. Wenn ich euch sage, dass es 5:13 Schüsse waren, dann wisst ihr, glaube ich, sehr gut, dass das hier heute kein einfacher Sieg war. Und dann eine interessante Frage, wie läuft es für Richter bei Milan? Das interessiert uns natürlich nach seinem Wechsel, bla 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 bla, das musste Marvin Richter hat seinen Abgang, bla 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 bla. Nach seinem jüngsten Auftritten zweifelt schon so mancher Fan und auch der Milan-Boss am Neuzugang. Er bringt zu wenig, sagte ein Milan-Fan, Hamburg kann ihn gerne wiederhaben. Ja, wir nehmen ihn gerne wieder, wenn sie ihn nicht mehr wollen, aber ich denke, Marvin Richter wird sich auch in Italien noch durchsetzen. Mit 10 Punkten nach 5 Spielen sind wir dann tatsächlich auch Dritter. Das ist, denke ich, erstmal absolut in Ordnung. Das nehmen wir gerne so mit. Und jetzt geht's rein in den Pokal gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt. Ganz, ganz verrückte Statistik bei Lasse Norders. Mir ist nämlich schon absolut aufgefallen, dass er jetzt ein Tor hat, aber der Mann hat einfach in 5 Bundesligaspielen bis jetzt 5 Vorlagen gemacht. Das ist ein unglaublicher Wert, also bester Vorlagengeber der Liga, aktuell Lasse Norders. Damit gehen wir jetzt also rein gegen Darmstadt. Wie gesagt, abgestiegen haben auch einige gute Spieler, die wir auch gescoutet hatten. Dominguez, Arnstadt, die beiden im Mittelfeld sagen mir auf jeden Fall was. Ansonsten auch kein schlechtes Team. Leicht wird es nicht, dennoch rotieren wir ein wenig. Graf ist Kapitän, denn Gomez, Vogt, Köhler, Neves und Kang rücken rein in die Startformation. Es ist die letzte Saison. Es wäre ein absoluter Traum, nochmal weit im Pokal zu kommen. Vielleicht das
ja, so bitter verlorene Pokalfinale aus dem Jahr 2028 vergessen zu machen mit einem Pokalsieg zum Abschluss. Es wäre eine großartige Geschichte. Dafür müssen wir heute die Pflichtaufgabe Darmstadt ohne Probleme bewältigen. Rein geht es. Darmstadt in orangenen Trikots von rechts nach links. Ja, ist ja auch ein Verein, mit dem wir in dieser Karriere eine sehr bewegte, ja, Geschichte einfach erlebt haben. Ich erinnere an die erste Saison dieser Karriere, wo wir in der Relegation gegen Darmstadt ran mussten und auch dort denkbar knapp damals unterlagen und somit noch ein zweites Jahr in Liga 2 mitgenommen haben. Ob uns das wirklich geschadet hat in dieser Karriere, das sei mal dahingestellt, aber trotzdem, eine Relegation verlierst du nur ungerne. Und Mona haut mal einen Bums raus aus der Distanz, war nicht schlecht. Ecke Simonsen kommt auch gut auf den Ex-Darmstädter, auf Erf Schneider. Simonsen, Länge Platz, nimmt Köhler mit, Köhler nochmal raus für Neves. Neves probiert es dann durch alle hindurch. Simonsen, geiler Ball für Yongjin Kang. Das macht unsere Nummer 27 draus. Behauptet sich, nimmt Norders mit, dann nimmt Simonsen mit, der probiert es, Lattenkreuz. Boah, Fehler Darmstadt, Simonsen ist durch, hat ihn aber auf dem falschen Fuß, Simonsen. Das erinnert ja an Simonsen in jungen Jahren, als der Abschluss so geisteskrank das Problem war. Ah, ja, Gedanke ist nicht schlecht, aber Fias macht es dann doch nicht so gut. Kein guter Ball für Norders. Super Abschluss. Gerade noch darüber gesprochen. 5 Vorlagen, ja, aber er ist ein Tor in der Liga. Ja, und hier zeigt er doch auch, dass er es mit dem Toreschießen doch genauso gut kann wie mit dem Vorlegen. Und Yongjin Kang mit einem wunderbaren Ball in die Tiefe. Genau da muss er hin. Und dann super Abschluss mit rechts. Mit einem schwächeren Fuß, den da so an den Innenpfosten zu nageln. Das ist einfach höhere Qualität. Ja, Norders macht es. Wieder einmal. Na, super gemacht. Und da ist der Ausgleich nicht vor der Pause. Denn der Abschluss ist erst nicht gut. Und dann haben wir Adrian Schäfer mit einer super Parade hinten im Kasten. Das ist die Führung zur Pause im Pokal. Nicht überragend, aber wir führen. Das ist das Einzige, was zählt. Dennoch, für Durchgang 2 muss es das Ziel sein, hier ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Kontrolle in die Partie zu bringen. Simonsen, Vogt macht mit, Vogt, Ablage, Köhler. Volles Risiko, wird nicht belohnt. Darmstadt macht weiter richtig Alarm, also Ecke nach Ecke hier aktuell. Adrian Schäfer im Tor ist der Grund, warum wir noch führen. Naja, das sag ich. Ja, Köhler auch noch verletzt, also es kommt alles zusammen. Es fühlt sich nicht wie ein Spiel an, das wir gewinnen werden, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das wird hier das Ende der Pokalsaison, wenn wir so weitermachen. Köhler verletzt dann jetzt, wie gesagt, auch noch raus. Das ist alles ziemlich schlecht. Ziemlich schlecht. Ja, ich habe noch eine gute Nachricht für euch. Timo Köhler sogar schwer verletzt raus. Umso wichtiger, dass wir Aubert verpflichtet haben von den Bayern, denn sonst wäre es jetzt im Mittelfeld so richtig dünn geworden. Gut, wenn du nur noch in einem Wettbewerb nach diesem Spiel bist, dann vielleicht nicht so schlimm. Aber ich hoffe, dass wir noch in 2 Wettbewerben nach dieser Partie sind. Kapitän Samoa kommt jetzt rein und ich hoffe, dass der die Wendung bringt. Graf Simonsen, Simonsen für Norders, Norders. Darmstadt bietet uns so viel Platz, wir müssen ihn doch einfach nur ausnutzen. Simonsen, Kontergelegenheit, Samoa oben. Macht Vogt mit, Vogt im 16er, Vogt. Lässt sich die Butter noch vom Brot schmieren. Also es fühlt sich aktuell absolut so an, als wäre hier Darmstadt viel näher am Siegtreffer. Wir wechseln Peters für Norders. Aubert kommt für Simonsen rein. Und ebenso neu in der Partie Cossier de Berry für Yongjin Kang. Wir haben eine Ecke mit Samoa vom Tor weggetreten zu Erf Schneider. Na, das war's. Das war's. Gut, dann haben wir es auch mit der Pokalsaison, haben wir ein paar Spiele weniger, ist besser für so wenige Folgen, ja, geisteskrank. Wir scheiden aus gegen Darmstadt, Prost, Mahlzeit, kann es echt keiner erzählen. Vogt raus, Oliveira kommt noch rein. Na, das war's. Dieser beschissene letzte Ball ist das Ende unserer Pokalsaison. Ja, geil. Digga, ich stell mich hier wirklich als Vollidiot vor der Partie hin, sprech vom Pokalsieg zum Abschluss. Zum Abschluss gibt es einen Aus in der ersten Runde.
ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Großartig, großartig. Saison jetzt schon gelaufen. Wir können die Karriere eigentlich an dieser Stelle beenden. Ja, hat ja auch noch gefehlt in dieser Karriere. Pokal aus in der ersten Runde. Jetzt haben wir es. Ja, gehört dazu zu dieser Karriere. Du weißt nie, was du bekommst. Hier hast du es. Wir fliegen in der ersten Runde im Pokal gegen Darmstadt raus. Hochverdient, hochverdient. 10-11 Schüsse. Sie haben es komplett verdient. Wir waren komplett beschissen. Hatten einfach komplett keine Leistung gebracht. Richtig verdient. Ja, wie gesagt, Saison ist damit gelaufen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Komplett, Saison ist durch. Saison ist komplett durch. Jeder Titel, den wir hätten gewinnen können, ist damit am Arsch. Wir bleiben titellos in dieser Karriere. Tut weh. In 2 Finals waren wir. Beide haben wir unfassbar bitter verloren. Ja, jetzt hast du hier nochmal die Realität. Also geil. Absolut geil. Wir spielen gegen Frankfurt als nächstes. Das ist der erste. Wir werden verlieren. Timo Köhler verlieren wir nämlich auch. Der ist raus für 2 Monate. Vogt heult rum, dass er spielt. Liebe ich solche Spieler. Da spielt der Rechtsverteidiger, macht eigentlich ein gutes Spiel und kommt danach auf mich zu und heult rum, dass er da nicht spielen will. Guter Mann. Ja, ich glaube, Bruch ist gar kein Ausdruck nach so einer Partie gegen Darmstadt. Also wirklich, ja. Unfassbar. Unfassbar. Wir hatten wirklich immer geile Pokalsaisons und jetzt fliegst du in der allerersten Runde raus. Nochmal 2 Talente hier schnell mitgenommen. Geil. Absolut geil. Gegen Frankfurt, wie gesagt, da glaube ich nicht, dass es was wird. Hier den Schäfer habe ich einmal hochgezogen und wer war es noch? Hier der Simon Schneider. Das Beschissene ist, du kannst es ja nicht mehr gut machen. Das war es jetzt einfach. Das war es jetzt einfach für immer mit dem Pokal in dieser Karriere. Du hast keine Gelegenheit mehr, irgendwie das noch gut zu machen. Es gibt keine weitere Saison, wo du es besser machen kannst. Nein, das war es jetzt einfach. Richtig nice, dann auch noch gegen Darmstadt. Richtig peinlich, richtig unnötig, richtig widerwärtig einfach, weil auch noch gegen Darmstadt, mit der Historie, dass wir in der ersten Saison so auseinandergenommen wurden von denen in der Relegation, jetzt dann das hier auch noch. Ja, was sind die Lehren daraus? Wir rotieren nicht mehr, also Nevis links, ich weiß auch nicht, warum ich den nicht verkauft habe, nach einer katastrophalen ersten Saison macht er genau da weiter, spielt komplett beschissen. Ja, Erik Schäfer, positionsfremd, ist da 5-mal der bessere Spieler. Gut, ist wie es ist. Wir machen weiter gegen Frankfurt, gegen den aktuellen Tabellenführer. Wird es nicht leicht. Wir sind aber zurück in der ersten Elf. Natürlich ohne Timo Köhler, aber der wäre sowieso ja eher von der Bank gekommen. Damit gehen wir rein in den Deutsche Bankpark auf ultimativ und spielerbasierte Schwierigkeit. Es kann nicht schlechter werden. Das ist jetzt tatsächlich das Positive, was ich mitnehme. Schlechter wird's nicht mehr als Pokal aus gegen den Zweitligisten. Gut, Pokal aus gegen den Drittligisten. Aber wie gesagt, das war das letzte Pokalspiel dieser Karriere. Absolut unwürdig dessen. Und entsprechend ja, müssen wir umso mehr in die Liga investieren. Haben jetzt nur noch einen Wettbewerb, auf den können wir uns zu 110% konzentrieren. Brauchen fast nie wieder zu rotieren, außer bei englischen Wochen. Das ist ganz gut für uns. Und jetzt geht's rein gegen Frankfurt, diesen Tabellenführer. Ganz ehrlich, Ziel, Saisonziel, Meisterschaft. Ich rufe jetzt einfach aus, Saisonziel, Meisterschaft. Dafür müssen wir Frankfurt heute schlagen. Die wiederum ja auch mit einer Dreierkette spielen. Natürlich Saisonziel, Meisterschaft, kein realistisches Ziel. Wir wollen wieder nach Europa, das ist ein realistisches Ziel. Aber wir müssen auf nichts mehr achten. Wir können einfach von Spiel zu Spiel reingehen und sagen, hey, heute wollen wir besser sein als die Mannschaft, die gegen uns spielt. Und wenn wir das jetzt noch, oder jetzt sind wir am, ich glaube, 6. Spieltag, ja, wenn wir das jetzt noch so 28 Mal machen, dann könnten wir Meister werden. Aber das müssen wir doch erstmal 28 Mal hintereinander schaffen. Und heute gegen Frankfurt könnte das gleich mal richtig schwer werden. Erste Aktion gehört der Heimmannschaft, Superparade von Adrian Schäfer, auch der konnte uns gegen Darmstadt nicht mehr retten. Und der hat uns schon eigentlich gerettet, weil ohne ihn wäre das da nochmal ganz anders ausgegangen. Boah, super Parade von Adrian Schäfer aus kürzester Distanz. Siegmiesen. Und Verteidiger vorbei. Nordas wieder einmal mit der Vorlage. Digga, Samoa, wie kriegst du den denn daneben geschossen? Also das war ja 5-mal so schwer, den daneben zu schießen als rein. Ja, habe ich 5-mal drin gesehen, also unfassbar. Simonsen, stark gemacht. Durchgesteckt, Norders. Wenn es die Kollegen nicht machen wollen, dann macht er es halt selbst. Und da ist er wieder. Trifft erneut. Ich hoffe, dass es heute dann auch
für ein tolles Resultat reicht, wenn er trifft. Perrin per Vorlage, gut gemacht, guter Angriff. So soll es aussehen. Und ja, wir machen es gerade ganz gut. Wir müssen aber aufpassen. Frankfurt war jetzt schon echt gefährlich in der Anfangsphase. Dennoch, wir führen beim Tabellenführer. Es ist doch unfassbar. Was will mir das Spiel denn heute sagen? Ich glaube, FC24 möchte, dass es langsam zu Ende geht. Das ist ja unglaublich. Nein, also wirklich. Nee, alles klar, Peter Graf, ne? Nee, da konnte man auf jeden Fall nicht hingehen. Nein, auf keinen Fall. Wenn er da hingeht, das ist ja brutal, wenn er da hingeht. Ja, unfassbar. Frankfurt kriegt den Ausgleich geschenkt. Also mir steht's bis hier oben, ganz ehrlich. Das ist ja unfassbar beschissen. Ecke Samoa, die kommt gut, Erbschneider. Ja, klar. Klar, was hat das Spiel eigentlich heute gegen mich? Samoa, geiler Ball. Geiler Ball für Erik Schäfer. Erik Schäfer, ja, da merkt man halt, das ist kein gelernter Flügel, kommt ja aus der Zentrale, dann umtrainiert worden, aber der Pass von Samoa, der war 1 plus mit Sternchen. Ecke auch wieder gut, Norders, was war das für ein Kopfball? Samoa, nochmal Simonsen. Simonsen unten, Erik Schäfer, verdammt viel Platz. Ex-Hamburger Tag, kommt nochmal hin, also wir sind hier eigentlich wieder die Mannschaft, die komplett drückt. Nochmal Ecke Samoa, nochmal Kopfball Erf Schneider, nochmal Pfosten, also Latte. Also jetzt brodelt es gerade so richtig in mir. Wir kriegen auch noch den zweiten Ball, der von der Latte abprallt. Der prallt dann gegen den Fuß von Schneider. Bei der KI wäre der fünfmal drin gewesen. Also es ist unfassbar, wie wir hier gerade nicht führen können. Wir müssen es einfach positiv mitnehmen. Und das fällt mir gerade sehr, sehr schwierig nach einer wirklich guten ersten Halbzeit, wo wir, wie gesagt, 100% uns hätten belohnen müssen. Egal, wir machen es jetzt einfach in Durchgang 2. Simonsen für Norders, Norders. Hunter schon vorbei, Norders. Haut ihn rein. Geiler Typ. Ist das ein geiler Typ. Lasse Norders. Unfassbar. Also ich glaube, der macht ihn auch mal richtig Redemption Arc für die letzte Saison, die ja so von seiner Verletzung geprägt war. Also Wahnsinn. Ja, Jonathan Tah, also der ist, ich weiß nicht, 37 oder so, der kommt da nicht mehr hinterher. Und dann reicht es gerade so, um, bevor die anderen beiden Innenverteidiger da sind, den Abschluss zu setzen mit dem schwächeren Rechten. Ganz platziert, ganz überlegt, das ist einfach seine Erfahrung. Guter Ball von Perrin für Norders. Norders, ah, Tah mit all seiner Erfahrung. Ist zur Stelle. Ist gerade eine kritische Phase. Wir wollen aufs dritte Tor gehen. Investieren da relativ viel für, machen aber dadurch auch den einen oder anderen Fehler, der Frankfurt ja, Richtung Ausgleich einlädt. Doppelwechsel, weil beide auch nicht mehr so richtig können. Erstmal bei Frankfurt wird auf der Schiene gewechselt und bei uns Peters rein und Aubert rein für Simonsen und Norders. Die beiden wichtigsten Männer auf dem Feld in der Offensive somit raus, aber die sind einfach durch. Ach, Niesen, überragend. 10 Minuten noch auf der Uhr. Niesen, einer der Faktoren, wenn wir hier heute gewinnen. Peters, gut gemacht. Für Samoa, Chance zur Entscheidung. Das ist das dritte Mal Aluminium heute, glaube ich. Und nochmal der Abschluss. Nochmal sind wir am Ball. Perrin ganz unten. Gute Auftaktbewegung, aber doch nichts. Nochmal ganz viel Platz für den Franzosen. Macht er den trocken, macht er den gut, macht er den überlegt. Einfach wunderbar. Der HSV gewinnt beim Tabellenführer. Nix Pokal aus, will ich nichts mehr von hören. Der HSV gewinnt beim Tabellenführer. Carmona mit einer Vorlage erlebt man auch nicht jedes Quartal. Das ist auch eher eine Seltenheit. Ist halt absoluter Mann für den drittletzten Pass oder so. Aber fast nie für den letzten, aber so frei, wie Perrin dasteht. Lässt er sich nicht nehmen. Zweites Bundesliga-Saisontor für ihn. Er geht dann jetzt auch raus. Cousier de Berry kommt und ich wechsle beide Außenverteidiger, nicht beide Innenverteidiger. Graf und der überragende Nielsen gehen raus. Vogt und Gomez kommen dafür rein. Ja, super Entscheidung. Also den Fehler, den wir da gegen Gladbach gemacht haben, den möchte ich so schnell nicht nochmal machen. Und so ein frischer Außenverteidiger, der hilft hinten doch nochmal irgendwie mehr. Letzte Minute läuft. Vogt nochmal zur Stelle. Wunderbar. Der HSV erlebt einen wunderbaren Saisonauftakt. Wäre das Pokal aus nicht, wäre es sogar ein großartiger Saisonauftakt. Ein einziges Mal ansonsten in der Liga verloren. Das gegen Leipzig. Das darf passieren.
Ja, und jetzt gewinnt sie beim aktuellen Tabellenführer bei Frankfurt. Klar, Frankfurt ist nicht die beste Mannschaft der Bundesliga. Trotzdem war das ein sehr, sehr starker Auftritt von uns. Defensiv wie offensiv. Eine tolle Antwort auf, ja, den Pokal. Ja, wirklich sehr, sehr stark. 11 Gegentore ist aus meiner Sicht crazy zu viel, aber... Ja, 1 gegen Frankfurt, das ist okay, das war jetzt nicht das Problemspiel. Ansonsten aber mit 13 Toren stellen wir nach Gladbach und gemeinsam mit dem BVB als auch Leverkusen die beste Offensive. Das ist schon mal sehr, sehr schön und wie gesagt, nach 6 Spielen Dritter, das würden wir fürs Ende der Saison definitiv unterschreiben. Aktuell punktgleich mit den ersten beiden Plätzen. Nächstes Spiel gegen Union, lange Simulation, dann haben wir noch TSG, Schnellsimulation und dann nochmal lange Simulation gegen den VfL aus Wolfsburg. Ja, und das Duell mit den Berlinern ist ja auch einfach mal eben das Duell Dritter gegen Vierter, also auch noch sehr, sehr wichtige Partie. Die haben sich ja mit Pinto einen absolut verrückt guten Innenverteidiger von Paris Saint-Germain geholt in diesem Sommer, für richtig, richtig viel Geld auch. Wir werden auf Ultimativ bleiben, aber spielerbasierte Schwierigkeit geht raus, denn wir spielen auch zu Hause und sind vorne in der Tabelle. Lange Simulation. Ich habe schon wieder Bauchschmerzen dabei, aber naja, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Nielsen wurde für die Nationalmannschaft Dänemarks nominiert. Das ist natürlich richtig geil, weil der 21-Jährige, den wir von United geholt haben, der hat sich das sowas von verdient, allein schon mit der letzten Partie. Ja, also Simulation mal wieder überhaupt nicht unsere Stärke, aber gut. Spielt auch Joao Neves bei Union Berlin. Solange Simulation ist in dieser Karriere eigentlich nur ein Handicap. Jedes Mal, wenn du reingehst, kannst du dich eigentlich schon darauf vorbereiten. Du musst nachher eh einspringen und wirst zurückliegen. So, jetzt darf vielleicht auch unsere Mannschaft hier mal Fußball spielen. Samoa nochmal mit dem Abschluss vor der Pause immerhin. Anschließende Ecke ist dann drüber. Ja, enttäuschender erster Durchgang. Das war noch gar nichts. Ich denke, zwei kriegen die Jungs nochmal ein bisschen Zeit von mir, aber dann greife ich auch irgendwann ein. Simonsen, starker Ball. Norders, kein Abseits. Ausgleich, HSV. Ein bisschen Platz, geiler Ball auf Parent, Parent, 2-1 HSV, was ist denn jetzt los? Oh, weiter geht's, der Zug hat keine Bremsen aktuell, wir spielen richtig gut. Was ist das für eine zweite Halbzeit, also null Vergleich mit der ersten. Letzten Minuten laufen, wir gewinnen eine Partie, wie es aussieht in der langen Simulation. Tatsache. Schön, dass ich das nochmal erleben darf und das ja auch noch in der richtigen Top-Partie. Also nächstes Spiel, wo wir wieder besser sind als der... unser Gegner. Oder ja, das ist ja eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Ziel Meisterschaft. Ich bin gespannt, welcher Platz wir jetzt sind. Frankfurt verliert 3-0 gegen Bochum. Also was Bochum als Aufsteiger macht, ist ja auch völlig verrückt. Bayern gewinnt allerdings 1-0 gegen Gladbach. Damit bleiben wir punktgleich mit dem Tabellenführer. Ja, alles nur nach 7 Spieltagen. Aber hey, aktuell Zielmeisterschaft nicht unrealistisch. Ja, Scherz beiseite. Wir freuen uns über die Momentaufnahme, aber klar, wir wissen, das wird wahrscheinlich nicht die ganze Saison so bleiben. Vor allem nicht, wenn wir die Defensive nicht in den Griff bekommen. Das ist nach wie vor ein großes, großes Thema. Dortmund auch irgendwie 15 Tore, 11 Gegentore, auch heftig. Aber wenn du Meister wirst, das tust du meistens über die Defensivarbeit. Bochum einfach Fünfter. Einfach Fünfter als Aufsteiger. Zusammen mit Schalke aufgestiegen und Schalke ist 15. Ja, dann war jetzt erstmal Länderspielpause. Und wir gehen rein gegen Hoffenheim in die Schnellsimulation. Die sind 6 Punkte hinter uns, aber Schnellsimulation habe ich schon wieder das Gefühl, dass es dann jetzt hier auch wieder nach hinten losgeht. Die bekannten Gesichter Fabio Silva und Hannibal als auch Kapitän Serrano und John auf dem linken Flügel oder Schiene, der ja auch immer wieder absolut überragend ist bei Hoffenheim, sind am Start. Ja, fürs Protokoll gehen wir mal auf Legende, aber... Da wir schnell simulieren, ist das sowieso völlig irrelevant, welche Schwierigkeit da steht. Wir gehen rein gegen Hoffenheim, gleicher Elf wie sonst. Nielsen und Norders gesund von der Länderspielpause zurückgekommen und hoffentlich heute gleich mit einem Sieg auch wieder am Start. Unentschieden. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sogar für Schnellsimulation zufrieden mit. Zwischenzeitlich hat das gereicht und nicht nur zwischenzeitlich, sondern auch dauerhaft, um die Tabellenführung aber zu übernehmen, dieses Unentschieden. Sowieso ein Spieltag, an dem extrem viel Unentschieden gespielt wurde, vor allem am Samstag, parallel zu uns. Alle Spiele, glaube ich, unentschieden gewesen, aber die Bayern verlieren am Sonntagabend gegen Freiburg. Ja, und der BVB hat, glaube ich, auch... Ne, die haben gewonnen. Ja, die waren noch ein paar Punkte hinter uns, logischerweise, stimmt. Das ergibt Sinn. Und damit sind wir Tabellenführer nach 8 Spieltagen. Und zum Abschluss dieser Folge geht es jetzt noch rein gegen Wolfsburg. Die haben erst 3 Siege, allerdings am letzten Spieltag auch 4-1 gegen die Hertha gewonnen. Ohne Sieg nach wie vor übrigens Mainz und Bremen. Und ganz ehrlich, wenn ich auf die Tabelle so geguckt habe, frage ich mich ernsthaft, wie wir es eigentlich geschafft haben, 3-0 gegen Leipzig zu verlieren. Die sind irgendwie
14. oder so gewesen. Auf jeden Fall, Abschluss der Folge, lange Simulation zu Hause gegen den VfL. Warum sollte ich was in der Startelf ändern? Also gehen wir gleich rein. Boah, Udokai spielt. Unser Ex-Spieler Udokai. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch spielt. Und dann auch immer noch bei Wolfsburg. Damals haben wir ihn auch zurück nach Wolfsburg gegeben. Der kam ja, oder in der Realität ist er ja Spieler aus der 68-Jugend und ging dann ja in sehr jungen Jahren nach Wolfsburg. Und ja, dann haben wir ihn nach seinem Intermezzo beim HSV, was dann ja auch nicht so mega erfolgreich war, ehrlich gesagt, dorthin wieder abgeben können. Und jetzt führt Wolfsburg direkt nach Konter nach einem Freischuss von uns. Ja, das ist ja ein super Start. Nach 25 Minuten bleibt Wolfsburg die drückende Mannschaft. 2:0. Ja, bei dem Ergebnis springe ich dann auch gleich in der Pause rein. Das hat ja sonst wenig Zukunft. Die sind übrigens Tabellenführer, wollte ich Wolfsburg nur nochmal hier mitgegeben haben. Warum die uns jetzt so auseinandernehmen müssen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich gucke mir das keine Sekunde länger als bis zur Pause an, denn wir können gerade froh sein, dass es nicht 4:0 steht. Und das sage ich nicht nur so, das zeigt die Statistik ganz gut. 8 Schüsse, 6 Chancen. Ich hoffe, diese Ecke verläuft jetzt im Sande, denn ja, ein 3:0 kriegen wir, glaube ich, nicht mehr aufgeholt. Beim 2:0 bleibt noch so eine Restchance. Ja, da ist das 3:0. Ja, großartig. Können eigentlich gleich zum Ende springen, tun wir natürlich nicht. Ich werde reingehen zur Pause. Was war das denn bitte? Nicholas Jackson mit fucking 3 Toren. Also das ist doch behindert. Da gefühlt könnte man 11-mal wechseln bei so einem Spiel. Blöderweise spielen unsere besten 11 Spieler. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Aber die Defensive ist ja mal sowas von ein Problem. Ohne dass ich wüsste, wo das Problem sich befindet. Niesen, guter Ball, Norders bringt ihn rüber, Samoa, hau ihn rein. Nee, natürlich nicht. Niesen, gute Ecke, Erf Schneider. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Also viel besser kann man nicht köpfen, aber besser kannst du halt auch nicht halten. Nächste Parade vom Torwart. Simonsen, Samoa für Simonsen. Guter Ball, Norders, jetzt, nein. Ja, neuer Offensivimpuls, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ferrand raus, Gesierte Berry rein, Samoa raus, Aubert rein. Gesierte Berry, Gesierte Berry. Also Gesierte Berry, dass ich da überhaupt Hoffnung habe, dass der gegen Ibrahim ein Tor macht, das ist schon eigentlich dumm. Also Gesierte Berry macht nie Tore und gegen Ibrahim machen wir nie Tore. Also das ist alles, ja, alles absolut sinnlos hier heute. Ist das Köhler so eine Maschine im Zweikampf, das muss man echt mal gesagt haben. Norders, hey, wir machen ein Tor. 13 Minuten, 2 weitere Tore. Ja, ich werde noch offensiver. Ich nehme Carmona raus, bringe Peters, schieb Simonsen und Aubert jeweils ein nach hinten. Und Peters geht jetzt auf die 10. Simonsen, Peters, Norders. Norders. Digga, also da willst du auch einfach nur noch aufhören zu spielen, wenn Norders den nicht aufs Tor bringt. Ja, also das war's dann jetzt. 3:1, Resümee für mich für die Partie. Hätten wir das selbst gespielt, wir hätten es zu 100% gewonnen. Zu 100%, das ist so dämlich. 3:0 verliert hier heute der Co-Trainer sozusagen in der langen Simulation. Ich sag, wir hätten kein Gegentor kassiert, hätten wir hier 90 Minuten selbst gespielt. Denn Wolfsburg war absolut beschissen. Wir haben deren Tor komplett bombardiert im Durchgang 2. Waren zu dumm, die Tore zu machen. Das muss man ganz klar so sagen. Und ein 3:0 aufholen ist halt irgendwann auch ein bisschen schwer. Ja, absolut beschissenes Ende einer durchwachsenen Folge. Keine Ahnung. Ich kann diese Folge, mit der kann ich echt nichts anfangen. Also ich sage, es ist halt wieder eine schlechte Folge. Sie endet halt schlecht. Sie war zwischendurch richtig schlecht mit dem Pokal aus. Gegen Leipzig verloren. 3 Niederlagen aus 8 Spielen. Das ist schon nicht geil. 2 komplett unterschiedliche Halbzeiten. Also wie gesagt, wenn ich das Spiel komplett selbst spiele, ich wette, ich spiele das Spiel 100 Mal, ich gewinne 90 Mal. 90 Mal gewinne ich diese Partie, wenn ich selbst spiele. Ja, das war absolut scheiße. Das war ein absolut beschissenes Ende. Tabellarisch alles gut. Trotz der zweiten Niederlage sind wir punktgleich mit dem Tabellenführer. Bochum ist auch punktgleich mit dem Tabellenführer. Das sagt aber, glaube ich, alles erstmal über diesen frühen Zeitpunkt in der Saison. 9 Spiele sind gespielt. Ja, Defensive weiß ich nicht. Also scheinbar Riesenproblem, ich kann aber nicht sagen, wo es ein Problem ist. Wir spielen das gleiche System wie letzte Saison, wo wir
um ein Haar die beste Offensive beste Defensive gewesen wären über 34 Spieltage. Aktuell sind wir eine der schwächeren, muss man einfach so sagen. Also wir kassieren zu viel, das ist ganz klar der Fall. Dreimal Nicholas Jackson, das ist ein Desaster. Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare. Torwart zählt für mich nicht als Argument, denn er hat auch unfassbar viel verhindert. Also sagt mir ein Torwartfehler, wer das der Grund dafür ist. Einzige, wo ich es zählen lassen würde, in der Schnellsimulation kann es sein, dass sein niedriges Rating uns da ein bisschen schlechter macht, als wir eigentlich vielleicht sind. Aber ansonsten haben wir hier eine Viererkette mit 80er Rating, 79er Rating, 81er Rating und 77er Rating. Also ich finde das komplett überragend. Keine Ahnung, liegt es an der Mannschaft, die davor ist? Also ich weiß es nicht. Also ich finde auch nicht, dass wir im Gameplay selbst so schlecht verteidigen. Ich finde, wir kassieren richtig viele Kacktore aktuell, aber gut, das scheint einfach nur das auf Wiedersehensgeschenk zu sein von dieser Karriere hier in FC24, dass wir nochmal komplett auseinandergenommen werden, wenn das Spiel der Meinung ist, das ist der richtige Weg, uns hier gebührend zu verabschieden, dann ist es eben so. Wir werden jetzt auch einen Tag vorsimulieren und den Scouting-Bericht mitnehmen. Ja, aber schreibt mir da unbedingt mal in die Kommentare, was eure Meinung bezüglich der schwachen Defensivleistung ist. Also es muss ja irgendeinen Grund geben und ich sehe aktuell wirklich keinen Grund dafür, warum es so schlecht ist. Und ich finde es wirklich schon, also wie gesagt, 3 Gegentore gegen Nicholas Jackson und Wolfsburg, die dann in Durchgang 2 absolut gar nichts mehr hinbekommen haben. Das ist schon ein bisschen sehr, sehr krass. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt hier noch Valentin Berger mit hochgenommen aus dem Jugendscouting-Bericht und dann war es das für diese Folge. Wir schließen als Dritter ab, alles wunderbar. Pokal, ja, ist Geschichte, das ist schon mal klar. Und dann haben wir nächste Folge, werden wir die Hinrunde schon beenden, haben da 7 Partien vor uns. Schalke, Stuttgart, Freiburg, haben Mainz, Leverkusen, dann die Hertha und die Bayern. Das sind dann ja nur 17 Spiele und am 17. Spieltag, dann erst im Januar, kommt dann noch der VfL aus Bochum. Das, denke ich, wird dann aber in der darauffolgenden Folge sein, wo wir dann die Wintertransferphase und wahrscheinlich Januar und Februar machen werden. So zumindest mein Plan. Mal schauen, ob es dann am Ende auch so kommt. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier heute trotzdem gefallen. Wie gesagt, für mich eine schwierige Folge, weil Pokal aus, das knabbert schon hart an mir. Jetzt, gut, Leipzig hatten wir keinen Einfluss so richtig drauf. Wolfsburg, den Teil, wo wir Einfluss hatten, der war ziemlich, ziemlich gut. Der Teil ohne, dafür umso schlechter. Also ja, bisschen schwierig aktuell alles zu deuten. HSV mal wieder eine Wundertüte wie eh und je komplett. Wie es sich die ganze Karriere durchzieht, habe ich das Gefühl. Ja, wenn es euch gefallen hat, trotzdem Daumen nach oben da lassen. Gerne Kommentare schreiben bezüglich des letzten Transfers, den wir getätigt haben mit Aubert. Da schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, wie man den Franzosen wohl richtig aussprechen möge. Ansonsten, wie gesagt, Defensivproblem. Habt ihr irgendeine Stellschraube, woran es liegen kann? Schreibt es mir gerne unten rein. Und sonst natürlich den Kanal gerne kostenlos abonnieren und Glocke aktivieren. Morgen geht's weiter mit dem F1-Manager und in 2 Tagen sind wir zurück beim Endspurt der HSV-Karriere hier in FC24. Bis dahin, macht es gut und ciao.